Hallo und Glück auf oder Servus und Hallo zusammen. Herzlich willkommen. Mein Name ist Christian aka Mr. Niceforge und ich freue mich, euch heute hier mal wieder auf dem YouTube-Kanal von Jubilee Weber begrüßen zu dürfen. Ich sitze hier gerade in Gelsenkirchen in unserem schönen kleinen Studio hier. Ich habe 3 Uhren neben mir liegen, über die ich heute sprechen möchte. Und zwar geht es heute um die erste Sport- bzw. die erste Fliegeruhr der Welt. Also seid gespannt. Ich bin Alexander Weber, ich bin hier der Kümmerer. Wir sind die Perle in der schroffen Auster-Gelsenkirchen. Wenn wir über Flieger und Sportuhren sprechen, da kommen sicherlich ganz, ganz viele Marken in den Kopf, aber eher selten die Marke Cartier. Cartier steht doch irgendwie so in unseren Gedanken immer so für eher elegante, schicke, teilweise auch sehr schmuckige Uhren und eher weniger für sportliche Uhren. Und trotzdem entstammt die erste Fliegeruhr der Welt dieser Marke. Und über diese möchten wir jetzt heute sprechen. Und zwar geht es um die Cartier Santos oder die Santos de Cartier, wie Cartier sie selbst bezeichnet. Und um euch das zu erklären, wie es dazu kam, dass die Cartier Santos eigentlich eine Fliegeruhr wurde, möchte ich mit euch eine kleine Zeitreise machen in das Jahr 1904. Und zwar im Jahr 1904 steckte die Fliegerei, so wie wir sie heute kennen, natürlich noch in ihren Kinderschuhen, in ihren Anfängen. Das heißt, das war noch überhaupt nicht fortgeschritten und da gab es noch jede Menge Weg zu gehen, damit man irgendwie dahin kam, wirklich Flugzeuge so zu haben, wie wir sie heute kennen. Und damals gab es einen jungen Flugpionier, einen jungen Piloten namens Alberto Santos Dumont. Und er hatte einen guten Freund und das war Louis Cartier. Und Louis Cartier war zu dem damaligen Zeitpunkt die dritte Generation des Cartier-Unternehmens. Das war ein französischer Uhrmacher, Juwelier. Und Alberto Santos Dumont sprach damals seinen Kumpel Louis Cartier an und sagte, hey, pass auf, ich brauche eine Uhr, die ich während des Fliegens ablesen kann, ohne meine Hände dafür zu gebrauchen. Also man muss sich zurückerinnern, damals, in der damaligen Zeit waren Armbanduhren noch überhaupt nicht verbreitet. Es gab die noch gar nicht so in der Form. Und man kannte nur Taschenuhren. Und einer Taschenuhr, da musste man natürlich die Hand benutzen, um diese Uhr zu bedienen. Und er sagte, wenn ich fliege, dann muss ich mich auf die Instrumente konzentrieren, dann muss ich steuern, da habe ich keine Hände frei. Ich möchte aber trotzdem die Uhrzeit ablesen können. Und drum entwickelte Louis Cartier damals, zu dem damaligen Zeitpunkt, die erste richtige Armbanduhr. Es gab vorher schon Armbanduhren, allerdings waren das eher so umgewandelte Taschenuhren, an die man dann irgendwie ein Lederband zum Beispiel dran machte. Aber so von Grund auf eine Armbanduhr zu konzipieren, war damals noch sehr, sehr unüblich. Und er entwickelte diese Uhr, die einem sehr besonderen Design folgt. Und dieses Design sehen wir auch in den heutigen Modellen der Santos immer noch. Ja, das findet sich in jeder heutigen Santos auch noch. Und so machte er dann auch ein paar Jahre später eben mit jener Uhr am Handgelenk seinen ersten motorisierten Flug. Haltet euch fest, das waren rekordverdächtige 220 Meter. Das klingt natürlich aus heutiger Zeit lächerlich, aber das war damals wirklich eine Leistung. Und dieses Modell, diese erste Armbanduhr bzw. diese erste Fliegeruhr wurde in den darauffolgenden Jahren dann auch unter dem Label Cartier wirklich zu einem Erfolg und ist die Uhr, die wir heute auch immer noch als Santos Cartier oder als Cartier Santos kennen. Und ich habe euch jetzt mal heute 3 Modelle dieser bekannten Kollektion mitgebracht in 3 verschiedenen Ausführungen. Und zwar haben wir ein mittelgroßes Modell und 2 große Modelle. Und über die möchte ich heute mit euch sprechen. Die Cartier Santos gibt es in verschiedensten Variationen. Und das ist mittlerweile eine der beliebtesten Kollektionen im Cartier-Lineup. Und sehr beliebt sind natürlich die Klassiker. Und zwar haben wir jetzt hier eine in einer mittleren Größe. Die hat einen Gehäusedurchmesser von etwa 35 mm. Und dann das große Modell, wie Cartier es nennt, mit knapp 40 mm. Ich glaube, es sind 39,7 mm ganz genau gemessen. Aber man muss sagen, so eine Cartier Santos, die trägt sich auch nicht ganz typisch wie jede andere Armbanduhr. Das liegt vor allem auch an dieser besonderen Gehäuseform. Sie ist ja eher so etwas quadratisch, rechteckig, mit nach oben hin leicht geschwungenen Bandanstößen. Das ist schon ein ganz besonderes Design, deshalb sie trägt sich tendenziell eher ein bisschen größer, als jetzt der Gehäusedurchmesser vermuten lässt. Insofern ist auch gerade dieses mittlere Modell mit seinen knapp 35 mm Durchmesser durchaus auch für Herren geeignet. Ist ein Unisex-Modell, ganz klar, aber ich kenne viele Herren, die gerne dieses Modell tragen oder das auch bevorzugen, dem größeren Modell gegenüber.
Die Cartier Santos gibt es in verschiedenen Zifferblatt-Varianten. Wir haben jetzt hier zum Beispiel eine ganz klassische Variante mit einem weißen Zifferblatt und sehr typisch für Cartier sind auch immer diese römischen Indizes, die wir hier haben. Wir haben gebläute Zeiger. Und wir haben überhaupt ein wunderschön verarbeitetes Gehäuse. Also ich muss sagen, was mir immer wieder so gut an dieser Uhr gefällt, ist so diese Kombination aus polierten und satinierten Flächen. Das heißt, wir haben hier gerade so am Gehäuserand so eine polierte Phase, die setzt sich sehr schön ab von dem Rest des satinierten Gehäuses, macht einen sehr, sehr schönen Look. Das changiert auch so ein bisschen, wenn man das dann so im Licht bewegt. Ergänzt wird das Ganze mit dem ganz klassischen Armband, diesem Metallarmband der Cartier Santos. Das ist hat ein sehr typisches Design mit den Gliedern, die an der Seite mit so Schrauben oder sehr an der Seite so verschraubt sind. Also diese Optik mit den Schrauben ist auch ganz typisch Cartier Santos. Und ein tolles Feature der aktuellen Generation ist, wir haben ein integriertes Schnellwechselsystem des Armbandes. Das geht ganz einfach über einen Drücker, der am Bandanstoß integriert ist. Und wir haben noch eine weitere tolle Eigenschaft an diesem Band. Und zwar kann man die einzelnen Glieder herausnehmen, ohne Werkzeug dafür zu gebrauchen. Also auch dafür hat Cartier jetzt hier auf der Innenseite des Bandes so kleine Drücker integriert. Die drückt man rein, braucht man wie gesagt kein Werkzeug für, kann das Bandelement rausnehmen, kann das Band dadurch kürzen und ohne Werkzeug auch wieder zusammensetzen. Sehr innovativ, wirklich toll. Und so wird auch jede Cartier Santos auch mit einem weiteren Wechselband mitgeliefert. Das heißt, also wir haben jetzt hier zum Beispiel in dieser Variante ein Edelstahlarmband und bekommen noch ein Lederband dazu. Dadurch kann man den kompletten Look dieser Uhr verändern und das ist wirklich genial, muss man sagen. Was man auch noch dazu sagen muss, ursprünglich als Sportuhr konzipiert, heute wirkt sie natürlich ein bisschen schicker, jetzt gerade natürlich auch in dieser Variation, wie wir sie haben, hier mit einer diamantbesetzten Lünette. Das ist natürlich jetzt ein etwas eleganteres, gibt natürlich dann aber auch so die etwas schlichtere Variante, wie wir sie jetzt hier haben, mit einer polierten Lünette oder nochmal ganz außergewöhnlich in einer komplett geschwärzten, sehr sportlichen Variante, die ich persönlich auch sehr gelungen finde. Die ist jetzt, die besitzt ein Gehäuse, was mit DLC beschichtet ist. DLC heißt Diamond-like Carbon. Das ist eine Beschichtung, die quasi auf dem Edelstahlgehäuse aufgetragen wurde. Dadurch ist das Gehäuse noch ein bisschen, hat nochmal diesen sportlich schwarzen Look. Es ist zudem auch etwas geschützt gegen Kratzer. Natürlich kann das Material auch verkratzen, aber das ist schon wirklich sehr hart und hält sehr gut. Was man dazu auch noch sagen muss, die Uhr ist 100 Meter wasserdicht. Das heißt, das ist wirklich eine Uhr, die kann im Alltag ganz entspannt getragen werden. Da braucht man sich gar keine Gedanken machen. Und sie ist betrieben mit einem mechanischen Werk. Und zwar ist das Kaliber MC1847. Die Zahl 1847 erinnert hier in dem Fall an das Gründungsjahr der Marke Cartier und es ist ein mechanisches Werk, es ist relativ flach, es ist glaube ich so 3,8 mm hoch, also ein sehr, sehr flaches Werk, mechanisches Werk und auch sehr magnetresistent, auch das nochmal eine Besonderheit an diesen Werken. Das heißt, es sind wirklich robuste Werke, die man sehr gut auch im Alltag einsetzen kann und die dementsprechend auch diese Cartier zu einer immer noch sportlichen Uhr machen. Und ich muss sagen, ich finde die verschiedenen Varianten, die wir haben, wunderschön. Mein persönlicher Favorit ist wahrscheinlich die mit dem dunkelblauen Blatt. Ich finde das einfach ein super stimmiges Gesamtbild. Auch kleines Detail, was man auch noch hier erwähnen kann. Die Datumsscheibe ist immer in Zifferblattfarbe gehalten. Das heißt, sehr, sehr gut integriert. Beziehungsweise bei dem mittleren Modell haben wir gar kein Datum mehr. Dadurch der Look ein bisschen cleaner, ein bisschen reduzierter, ein bisschen klassischer. Aber alles in allem wirklich ein paar tolle Varianten. Wie gesagt, mein Favorit, die blaue, ich finde, die ist einfach unglaublich gelungen. Aber auch gerade wer zum Beispiel so ist noch sportlicher mag, der ist mit dieser schwarzen Variante gut bedient. Die kommt dann auch hier nochmal an so einem Kautschukarmband, was sich auch sehr angenehm trägt mit einer entsprechenden Faltschließe. Ja, und ich muss sagen, die erste Sport- und Fliegeruhr ist vielleicht nicht das, was wir heute so auf dem Schirm haben, wenn wir an Sport- und Fliegeruhren denken. Und trotzdem ist die Cartier Santos immer noch eine sportliche Uhr und vor allem ein toller Allrounder für den Alltag. Und ich glaube, das macht sie nach wie vor auch immer noch so erfolgreich. In diesem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuhören. Danke, dass ihr so lange dran geblieben seid. Und wenn ihr natürlich jetzt Fragen, Anmerkungen oder Kommentare habt, schreibt sie gerne hier unter diesem Video in die Kommentare rein. Hinterlasst uns gerne ein Like und abonniert auch diesen YouTube-Kanal. Und ich freue mich, euch demnächst mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann, macht's gut. Ciao. Oh!
heute war es besonders schwachsinnig. Fürchterlich. Widerwärtig. Nächste Woche wieder. Na freilich.